Akira! Akira! Nur uns Tabranen und Gott kennenlernen. Welkom, lieve vriend. Welkom te dit program Ekran. Hier is van jou waar Eroy Tiesbrech. En ik ga ten tweede moment met mij hier Natalia Reimer, de Dik. Natalia Dik van de Ocean Dag. En feit moment hier bij die nieuwe Sheikh, waar du een paar jaar je boeren bent. En dan op een meestal naar Bolivie getrokken. En een christelijke ouder huis, waar in die teenager jaren dan best je. Best je schwaar weer. En waar. Gott sei Dank dreht Jesus dein Leben an. Das habe ich auf nie gesehen. Und von der ersten Nacht hast du nie Leben. Aber du passiert eine Sache, und ich bin dankbar, dass ich kann, du mein Potz angekriegt hast, was passiert dann. Du passiert irgendwo auf ein Kampamento wieder. Wir haben eine Dienstfreizeit gehabt. Kampamento ist dann, wo ein Menschen top kommen vom Podium. Wie du mit jungen Menschen hast, warst, die jetzt Piano spielen und dann kommst du noch in die Predia und frühst noch Gebet. Und dann passiert etwas. Kannst du mal die Geschichte ein bisschen vertellen, was du dann so wie? Wenn ich anfangen soll, aber wie in meinen Teenagerjahren doch wohl Angst von, naja, da ich am Anfang nicht kann, werde ich frei sein. Oder das kann man mal da verdienen. Papa sieht mich manchmal, warum bist du nicht mal schaffig oder warum lachst du nicht mal? Ich schaue mal, wie ich diese möglich. Und ich weiß nicht, warum. Das bleibt nicht. Später ist es, wenn man eine Klappe hat, weil das dies dann möglich ist. Das bin ich ganz frei. Und ich lebe damit, ich habe mich befreit. Und das wäre okay. Und dann habe ich Campamento mit, ja, wir haben ein Teenscamp. Und die Prayer bald an für ein Tibetan. Und ich verlieren, aber doch nicht. Ich weiß nicht, ob das so wichtig wäre. Und die Fälle sind über das. Ja, das fehlt mal. Fehlt vielleicht mal, das wäre für mich besser, für mein Hort. Für mich. Das sagt, das fehlt mein Hort. Und dann, nur im Programm, lüde ich dann in den Prayer, aber der würde irgendwo, das Ding, dann in seine Stuhl absehen, weil ich lüde ich dann in dem. Dass ich dem können allein treffen, dann früher ich auch mal für mich besser können. Ich vertraue ihm das. Ich bete für mich. Und als ich für mich bete, dann hilft sich das ab. Das war der Tag, irgendwie. Der Tag soll ihn gut, da kann man lächeln. Und der Prediger sagt, ich habe was designen für dich. Ein Bild. Und das wie eine Pop. Allein auf dem Stuhl. Es ist auf dem, glaube wie ein Jängelstuhl am Hand. Ich glaube, du siehst, sie stellt sie in. Ja. Kriegt einen Jängelstall fern, oder einen Jängelstall? Ja, was von Mama, von ihr schon mal überbrückt zum Spielen, in eine Pub. Und ich frage mich, ob ich so eine Pub habe. Und ich weiß nicht, ne, mir dachte das nicht wirklich. Und ich weiß nicht, was für eine Pub. Ich habe Papa gehört, ich habe nicht zusammen mit Papa gespielt, aber ich kann mich nicht gleich denken. Wenn ich heute sehen bin, würde ich sagen, und ich weiß nicht, ne. Aber das wird dann okay, heute sehen, ich kann wieder nur denken, über dort. Ich dann, wie ging dann, ich dann in seine Stuhl und ich ging dann weg. Dann mal einmal von mir, das kann man einmal der Pop sein. Das, wir kommen erst mal einmal eine Pop am Kopf nennen. Früher habe ich dem schön nachher und habe ich gesagt, oh, der Saar soll der hier, das sagt nicht so Schmack. Na ja, der Saar werde ich nicht so Schmack, der hat soll der hier. Das ist mir voll wie was für eine Pop dort wenig. Dort wir Mama Erie war, eine von ihr Schema. Und das wie eine Pop, wo ich nicht so eigentlich mit spiele. Das die wie alt. Sag nicht so Schmack. Sag nicht so Schmack. Aber ich wollte auch nicht allein looten, wegen, naja, das. Ich fühle mich nicht frei, wenn ich den Pop soll, bloß allein looten, nicht mit der spiele, bloß mit der anderen Pop spielen. Aber ich weiß nicht, was das Bild soll meine. Das wie so spußig, das Bild, eine Pop auf dem Stell. Ich fuhr dann eine Hüs, oder wie fuhr dann eine. Paraway trägt, wie hieß. Und ab dem war ich halt gedacht, was kann das sein? Was meint das Bild? Das Bild für dein Leben, ich sag. Ja, was ist das? Und dann komme ich irgendwo an, das, ich rede mit Gott, du Eva, oder mit den Heiligen Jessen, irgendwo komme ich an, ich habe mich immer allein gefühlt. Das,
immer ein Part von anderen. So ist das ein Part auf den ja. Dingen. So. Ganz, das ist nicht auf dem Sofa mit wem Typ, das ist alleine. Mhm. Und dort wir ein Gefühl, was ich immer habe. Dort ich nicht mein Post, nicht du wir. Ich rede damit Gott durch oder so und von Heilung zu geben. Mhm. Dass wir Fan, dass ich das wisst. Ja, ich bin du Eva und man wollte mir viel liedlich, woran fehlt passiert wir so. Oder woran fehlt wir. Und ich kann du Eva Heilung finden. Und dort mögt mein Hart war da. Mhm. So, und dort hat sie auch mit den Montops, also mit Pedro, da habe ich dann auch viel gebeten, nicht so? Und das ist ja. Also, die viel reden sie wahrscheinlich mit einem Top da, nicht so? Ja. Und was wir ich kriegte die Geschichte dann ein klein bisschen mit, was da passiert hat. Ich weiß sogar, kriegt du beim Weh und alles. Was ich sage, ist, dass, bueno, ein passiert vor, aber ein gewisse Heilungsreise passiert ja auch Lothar, nicht so? Ja. Und das ist mir, so sagt die dann mal so stand, wie ich ein Part von der Heilung dort in der Zeit, wo du ganz klein warst, wie ich, wo dieser Pap kriegt, du noch wie in dein Leben, wie auch irgendein, was passiert mit deinen Eltern, nicht so? Dort, die dort auch so schleichen in der Zeit, nicht so? Was wir dort erreichen. Ja, wir mögen nur einen Kurs oder ich. Das ist, wo einer weihe Fälle von sich präf aufzudecken. Es ist, wo er den Herrn jetzt fragt, was er für Schlimmste in meinem Hort ist. Und dann von wo ich heim dort. Und dann mögen wir Typ da, eigentlich Pedro. Und das ist eine schwere Zeit, wenn es dort erst schon dritte Gunde in dem Vergunnen hat. Und einfach mal durch. Ja, eine Sache durch wollte, das ist nicht schön. Aber das hilft. Und dann kommt das zu Ende, dass der Herr Jesus weiß mich, dass während Mama schwanger war, als ich nach Hamburg war, dann hatte meine Eltern ein bisschen schwer Zeit als euch. Und Stress oder so. Und ich habe mich nur all ein bisschen gefühlt, die wollen mich nicht. Das ist als Baby, nicht? Und nur, als ich geboren wurde, wird sie zu tätig und ich muss noch eine Inkubadora sein, das sind den Brötkosten. Und du wiegst auch für mir der von meinem Papa weich. So, und dann wird frisch. Frisch von den Menschen weich. Ja. Und dort hat er auch ein großes, war ich voll, ein großes schlimmes Gelut in meinem Hort, dass ich nicht, dass ich mir so voll die Welle mich nicht. Aber das will ich nicht sagen. Ich rede mit Mama durch. Und mit meinen Eltern. Der hat eine schwere Zeit. Und ich muss ein Brot kosten sein. Aber das will ich nicht so, dass ich mich nicht will. Dann wird da alle Gefühle, die du gehört hast. Und ganz interessant, da wies hat deine Eltern auch Krieg verjüngt, auch diesen Klaus durchgenommen, nicht so? Und so sagt, verstanden, kommst du mit dieser Geschichte von den Pappen, wo wir anfangen, von dir, kommst du nur deine Eltern, nicht so? Und dort wie es war noch nicht mal eine Neuigkeit für den wir, nicht so? Ja. Und sie wird aber nicht ab den Kampamento, wo das ganz passiert. Ja. So, so hat die Klasse hier bei GLD Pass gemacht, und ich komme ein Prediger von einer Schule. Und so hat er, meine Mann hat du eben gedacht, nicht? Er ist auch du an gedacht, und sie will mit mir eben reden. Und ich vertelle ihr diese Geschichte, und sie will nicht so sorprendiert kriegen. Und wir können du eben beten, und Fried fangen, für uns, für jeden, wo fehlt es ja auch, dass die Einheit die Fälle haben, erst nicht mit Fried zu tun. Aber einmal du eben reden, und eben beten, und ja, das dort wir von ihrem Airport auch all, dort gerade ihren Reu gemerkt heute für. So, das ist interessant, Craig, so, dass der Herr Jesus, der hat die geführt und der hat in Pedro in dein Leben, nicht so, in deine Eltern, dass er auch Craig diese Klasse gemerkt hat. Und dann kann jede Klasse noch merken und dadurch kann Pedro noch geheilt werden von Sachen, dass weil der Herr Jesus von einer Sache, was viel Jahre Heilung bringen wird, als bloß in einem Hort, nicht so. Ja. So, und ob es war das ganze Prozess schwor, wie durchzugehen, nicht so, im Leben dann zu gehen und diese Sache zu sein, wie dann alleine, wie es diese Pappmut für Zultat wie und so wieder. Wusste von dir sagen, das hat sich gelohnt, einmal das mal durchzugehen und mal zu sehen, zu riemen, oder was musst du nicht sagen? Ja, das hat sich gelohnt. Wenn du dir sage, warum ich mich manchmal so voll oder so voll denke, wenn ich will, also das wir an unsere Augen mit dem Trouble, wenn ich will am meisten nicht Leute mit Freundschaft sein oder weich vor, wenn ich dann völlig mir allein. Und ich weiß nicht, warum. Und dann war ich einmal an von Uda Camp und dort wurde geheult.
Okay. Nein, das würde ich machen, Trübel nicht. Mhm. Also, da habe viel, viel Gehalt bedeutet einmal durch die Gune. So, dann kann ich sagen, wo hei oder du, wo ich nochmal ein bisschen körig über wir reden, so nicht so, dann kann ich ab einmal die Wörter verstehen, ja. Von wenn wollt diese Fälle über gewisse Sachen. Mhm. Wow. So, vielen Dank schön für das Mitteilen, für das Geschichte von der Pop. Ja. Und ich sehe einfach so froh, dass Menschen sich Leute im Gebet führen lernen. Ich weiß bei mir selbst, nochmal, wenn einer betet für eine Person, dann sieht einer vielleicht ein Bild oder einer hat Gedanken. Mhm. Das kann vielleicht das sein, nicht so? Oder so. Und einer ist dann bestellt, no, oder was hat noch nicht sein? Oder so. Aber so viel mal würde es nicht kosten, einfach mal hängen und fragen, sag ich dir das Wort? Ja. Und so viel mal sehe ich dann so, gesagt, no, ich wollte ja bestellt sein. Und in meinem Kopf merkt das dann kein Sinn, wenn sie kann, die Person nicht für was ich nur gebeten habe. Oder erst, dass du vielleicht, das ist ein bisschen feiner Gedanke. Mhm. Aber mein jetzt mal, wann ich dort diese Sache nur gewonnen sie, dann war ich nur hier an, der Herr Jesus hat mich im Gebet gelernt, nicht so? Ja. Und ich habe sie gehört, so mir was, und dann konnte das passieren. Dann konnte eine Sache die nächste Heilung bringen. Und ich glaube, wenn ich so nur jemand betrachte, dann kann ich nur, dass du in den Mund, kann ich diese, das Zeugnis kann wieder alle, nicht so? Dass andere Menschen auch das erleben können. Vielen Dank schön, Natalia, für das Mitchecken, Mitgeben. Und ich möchte Ihnen auch Gottes Segen wünschen. Wenn ihr dieses Programm zu sehen was ist, dann checkt das wieder, dort mitteilen mit anderen Menschen. Dort Hauptanzeiger aus Ekran. Und für Ihnen alle Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Maya Taken 591-7788-4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.